ゃん。じいじに報告してくれ。黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。Ich geh zu Opa, kommst du nachher vorbei, sorry? Dann können wir spielen. みんな来て、紹介するよ。これが森で暮らす俺の家族。Und jetzt möchte ich wissen, was sie sieht. これは芝居？それとも何かの演出か？何でもない。忘れて。君は面白い人だな。Vielleicht sollte ich jetzt gehen, wenn ich intelligent bin. あれが俺んち。先行って休んでてよ。俺ちょっと用あるから。村の中を拝見しても？いいけど、みんなを怒らせないでね。なるほど。ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それ。では、粗相のないようにしなければ。さて、ミクリオ、じいじにうまく話してくれてるかな。Lass es mich mal so sagen. Nein. Du verstehst doch so. Ich glaube, das ist Mason. Mason ist ein Kerl.Mason trägt Hosen. Ja, es ist Mason, aber als sonderlich männlich würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Das ist bei Seraph schwer zu sagen. Oh. Ja, das merke ich schon. Gut. Du verstehst doch, sorry, oder? Für Menschen sind wir unsichtbar. Das hatte ich vergessen. Schon die Tatsache, dass du so neben uns leben kannst, macht dich zu etwas ganz Besonderem. Ha! Ich bin doch was Besonderes. Ich kann die Helio doch töten! Ha! Helions. Die Helionsen. Natalie! Ich sage es nicht gern, aber du solltest sie so schnell wie möglich zurückschicken. Das ist das Beste für alle Beteiligten. Sorry, ich weiß, ich wiederhole mich, aber nimm dich vor den Helions in Acht. Vielleicht kannst du sie verjagen, aber endgültig beseitigen kannst du sie nicht. Wart's ab! Leider haben wir Seraphim nicht die Macht, sie zu läutern. Du warst also wieder mit Mikleo in den Ruinen stöbern und bringst auch noch ein Menschenmädchen mit. Die ist bestimmt dein bisher größter Fund, oder? Darf ich sie behalten? Aber du musst sie dreimal täglich füttern und mit ihr Gassi gehen. Wenn ich die gut abrechte, kann die dann alleine Gassi gehen? Darf ich die im Dorf laufen lassen? Dann musst du mit Opa reden. Wir könnten so eine Menschenspielwiese einrichten. Könnte das Mädchen ein Ritter sein? Die Aufgabe eines Ritters ist der Kampf. Ist es für uns sicher, sie hier zu haben? Kein Problem, sie sieht euch nicht. Wie soll sie was angreifen, was sie nicht sieht? Das ist so der Moment, wo ich mir frage... Was denkt sich jetzt von Vasori? Das ist meine Familie! Okay. Vielleicht sollte ich ganz schnell weg! Wie geht's nochmal zur Hauptstadt, Zoey? Lawrence, ein Menschenmädchen in Elysia. Das ist das Ungewöhnlichste, was hier passiert ist, seit Opa mit den beiden Kleinen, Zoey und Mikio, hier aufgetaucht ist. Jetzt haben wir nicht nur einen Menschenjungen, sondern auch ein Menschenmädchen. Ed. Alle haben so einen Namen. Lawrence. Ed. Ein Mensch ohne Resonanz ist mir schnurzpieps egal. Sie kann uns nicht sehen und bald ist sie wieder weg. Habe ich nicht recht? Ich habe recht. Ne? Ich habe recht, dann ist sie wieder weg. Ich wollte mal ein Menschenmädchen sehen, aber dann ist sie wieder weg. Komm, da steht eine Kiste. Ja. Ich guck eh nochmal lang. Eine natürliche Weste. Ausrüstungsbeherrschung. Du kannst deine Beherrschung eines Ausrüstungsgegenstandes erhöhen, indem du das Objekt ausrüstest und dann Siege anhäufst.
Die Beherrschung eines Objekts kann sich maximal bis auf 5 steigern. Strebe nach Ruhm im Kampf, indem du deine liebsten und nicht so geliebten Objekte ausrüstest. Richtig, denn er hat sein Ritual, sein altes Schwert um eine Stufe gemeistert. Hm. Ich trage schon eine natürliche Weste. Die neue hat wahrscheinlich eine andere Fähigkeit. Siehst du, die hat nämlich nicht nur Defense, sie hat auch Phantom und Rangus. So, nehmen wir die. Hattest du nicht auch noch alte Ohrringe? Stimmt, alte Ohrringe habe ich auch noch. Die haben wahrscheinlich auch was Besseres noch. Die hat nicht nur Rocklin und die hat nämlich auch Blut und Attack. Und du hast eine Bündelfertigkeit dadurch erlangt. E-Bündel. E-Bündel werden durch Positionierung von 2 oder mehr Bonusfertigkeiten auf einer horizontalen Linie aktiviert. Dies kann beim Kampf gegen einen bestimmten Feind nützlich sein, da Fertigkeitseffekte für bestimmte Elemente gelten. Bonusfertigkeiten erhältst du durch Reihen aus 2x2 oder 5 Grundfertigkeiten. Sie bringen doppelte Bonuseffekte. Du bist elementar. Jetzt geh mal auf deinen Fertigkeitsbildschirm mit der 2. 2. Und dann hast du da unten Bonusfertigkeit. Attackus. Angriff plus 1 beim Levelaufstieg. Ah. Okay, das scheint so ein bisschen zufallsbasiert zu sein. Ich habe eine andere gekriegt durch die beiden Ausrüstungsgegenstände. Das heißt, meine hatten andere Sachen. Ja. Cool. Mikleo hat ziemlich beunruhigt ausgesehen, als er reinging, aber mach dir deswegen keine Sorgen. Er und Opa wollen nur das Beste für dich, das weißt du doch, oder? Wie lange habe ich wohl keinen Menschen mehr gesehen, außer dir? Das müsste doch mindestens ein paar Jahrhunderte sein. Hoffentlich ist das kein böses Zeichen. Hast dich gut gehalten. Das könnt ihr echt gut, ihr. Ja. Da fragt man sich doch, wie alt von Mikleo ist. Ich glaube, die altern anfangs ganz normal. Ah, okay. Ich meine, es kam ja Klein Mikleo und Klein Zodian. Stimmt, die kamen zusammen, Mann. Und da Mikleo jetzt nicht immer noch klein ist. Moimor, was ist denn Moimor mein Name? Wir haben drüben bei den Ruinen einen schrecklichen Blitz gesehen. Ist dir etwas geschehen? Nope. Na gut, dann drücken wir wieder um. Warum lassen die mich alle nicht in ihre Häuser rein? Die vertrauen dir nicht. Was denn? Ich nehme doch bloß die Sachen mit, die ich gebrauchen kann. Oder? Ein Aktionspunkt. Ja. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Vielleicht die andere Treppe? Geh nicht. Umdrehen, Kerl, umdrehen. Das Elysiale. Elysalerchennest. Elysalerchennest. Elysalerchenküken. Küken. Oh, wie süß. Izuchi Hibari のヒノがいない。落っこちたヒノを育てようとしたら、じいじに止められたんだよな。人が育てたら飛べない鳥になってしまう。巣に戻せって。あいつ無事に育てたんだな。Oder aber er ist inzwischen gestorben. Und gefressen worden von einer Ülalersenkatze oder so. Opas Haus. Joho, Opa. Komm schon, erzähl mir, dass ich böse war. Ma, Surei kara chokusetsu kiite kudasai. Shio no nai. Kono bakamon! Tadaima, Jiji. Naze ningen wo ware ra no chi ni tsurekonda? Sie ist mir nachgelaufen. Surei no iibun mo kiku tte itta janai desu ka? 今から聞くとこじゃ。それ、ウィコンデストリーレーが。ごめんよ、じいじ。放っておけなかったんだ。この地に災いをもたらすだけだ、人間は。俺も人間だよ。お前はわしらと共に暮らしてきたことで、わしらの存在を捉え、言葉を交わす力を育んだ。
普通の人間にはできぬことじゃ。この大きな違いがわからぬお前ではないだろう。確かに、あの子に霊能力はないみたいだった。それでもスレイにとって初めて出会った人間だったんです。だが、同じものを見聞きできねば、共に生きる仲間とはいえ。Das ist rassistisch gegen Menschen! わしはこの地を守りながら、赤ん坊の時からお前たち二人を育ててきた。うん、感謝してる。それは、お前たちが他の皆と同様に、この森を守る存在となるからだ。無用な侵入者は排除せねばならない。皆の平和な暮らしのために。はい。では、行くのじゃ。せめて、あの子の準備ができるまで待っていい？ Will ich auch. Warum? So gehen. Nein, eigentlich will ich ja nicht, wenn du die ablegst, versinken die im Boden. Stimmt. Mikrio kann sich niemals ausziehen. Wakatte oru yo, Mikrio. あの子の気持ちはまっすぐで正しい。だからこそ、わしは心配なのじゃ。Opa, willst du mit mir sprechen? Opa. Opa, kann ich dich sonst wenigstens ausrauben? Sachen mitnehmen, Proviant aufstocken? Opa, hast du Taschengeld? Nö, sieht relativ... Opa hat sein Haus sehr spartanisch eingerichtet. Ja. Wahrscheinlich ist das bloß der untere Bereich. Da war ja gerade eine... Ja, Leiter! Keine Treppe. Ich habe noch ein paar Sachen mit Opa zu besprechen. Du solltest sie suchen und aufpassen, dass sie nicht in Schwierigkeiten gerät. Opa redet nicht mit dir. Opa sagt, du bist ein Idiot. Opa sagt, er ist sauer auf mich. Ich hab's doch nur gut gemeint, vermute ich. Vielleicht. Aber ich stell mir gerade vor, wie das ausgesehen haben muss, als Opa, für niemanden menschlichen sichtbar, mit Mikleo auf dem Arm, für niemanden menschlich sichtbar, und Sori auf dem anderen Arm, für Menschen sichtbar. Ein fliegendes Baby! Weißt du, Sori, Lysia ist ein reiner und wundervoller Ort. Das Unterland dagegen... ist dreckig. Auch wenn man schon seit tausenden von Jahren auf ein und derselben Landschaft starrt, kann sie einen mit ihrer Schönheit ganz aus der Fassung bringen. Auch wenn sie dreckig ist. Findest du nicht, Sori? Ich wohne hier noch keine tausenden von Jahren. Ah, das habe ich nicht bedacht. Funke. Ich sehe es. Eisenkraut. Also dieses Mädchen, ist sie dein Typ, Sori? Sie ist keine Ruine, wahrscheinlich ist sie nicht so Sorys Typ. Opas Donner ist etwas ganz Besonderes, nicht? Ich habe das dumpfe Grolle noch bis hierher gehört. Komm, sag mir, sie muss raus. Also, Cynthia! Sie macht so viel Wind um die Natur und die Landschaft, als wäre sie irgendwie außergewöhnlich. Sonderbares Mädchen, wenn du mich fragst. Sie sieht nicht aus, als führe sie etwas gegen uns im Schilde. Aber das Beunruhigendste an den Menschen ist ja, dass man ihnen nie ansehen kann, ob sie zu den Guten zählen oder nicht. Der Gedanke, sie zu überwachen, gefällt mir nicht. Aber ich habe wohl keine Wahl. Meine vordringlichste Aufgabe ist der Schutz von Elysia. Sie steht da doch nur ganz friedlich. Tut mir leid. Aber würde es dir etwas ausmachen, wenn ich noch ein bisschen länger bleibe? Ja. Mir nicht, aber Opa. Von einem solchen Ort habe ich schon immer geträumt. Eine überwältigende Landschaft, wie aus einem Märchen. Ich hab sie gefunden. Und jetzt gehe ich mal gucken, was bei...
mir so los ist. Opa hat mit dem Sorry geschimpft. Jetzt muss er nach Hause gehen und weinen. Und sich in eine Ecke stellen. Stell dich in eine Ecke und wein. Das geht nur zu Hause. Wir haben hier auf jeden Fall nur runde Räume. Wieso? Der hatte doch so einen kleinen Seitengang. Ja, der wenn er da die, ja, wenn er da die Sachen wegräumt, hat er eine Ecke. Nee, dann muss er ja erst die Sachen wegräumen. Auf dein Zimmer. In deinem Zimmer auf das Mädchen warten. Sorry, geht in sein Zimmer und wartet auf das Mädchen. Ich hab ja auch nur. Ich hab auch kaum Ecken, die ich mähe. Hey, da ist das Mädchen. Ach nee, halt. Falsch. Ein Handschuh. Na, Kore? Na, Kono Monshou te. Ah, Doshi no Monshou. Da ne. Ich kann euch sehen, jetzt werde ich Hirte. Tenzok to Koushin shi. Kano Chikara wo ino mama ni ayatsuri. Attoutek na Chikara wo hatsumen. Also kommunizieren kriegst du schon mal hin. Doshi ka. Passt auch farblich super zu deinem Ohrring. どうかな暗黒の世を救う救世主には見えないね黙るのだ天族よお断りほら発掘したもので遊ばないだな彼女遅いなちょっと見てくるよDu bist der einzige Mensch hier, sorry. Sie kann uns nicht sehen. Vermutlich hält sie dich dafür für ganz schön sonderbar. Darum. Oh. Vermutlich hältst du dich darum für ganz schön sonderbar. Ich schlage vor, dich nach Möglichkeit nicht verdächtig zu verhalten oder sie nervös zu machen. Ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt schon ganz schön durcheinander ist. Das ist meine Familie! Wer? Hatte er vielleicht einen tragischen Unfall, bei dem seine Familie gestorben ist und er bildet sich ein, dass sie noch da ist? Wofür habe ich eine Leiter in meinem Raum stehen? Da oben. Damit du oben an die... Kore, du kommst. Starrüsenkarübse kommst, was auch immer da oben lagert. Ja, aber die Leiter ist nicht lang genug. Er stellt sich drauf und Mikleo muss ihn dann mit der Leiter anheben. So machen die das. Das ist always bad. Stelle fest. Sorry, muss es mehr als gut gehen. Er kommt nicht auf die Idee, sich hinzulegen. Richtig. Mädchen. Wo ist sie hin? Ach, da. Sie ist gut getarnt vor den weißen Blumen. Ja. Buh. Sorry, möchte sie nur von hinten ansprechen. Mit Sorry, Hallo! Mit Sorry damit sagen, sie ist hässlich. Ah, daga, zutto dareka ni mirareteru yo de. Nanda ka. Gohan ni shiyokka. Sumanai. Jitsu wa mou genkai datta. Ja, ore no ie ni iko. Du wirst ohnmächtig, gehen wir zu mir. Sag mal, was ist denn? Oh, ich werde ohnmächtig. Dann gehen wir zu mir. Dann kipp einfach um. Elysia ist fantastisch, nicht wahr? Elysia ist ein Fantastisch. Genau, das ist es. An diesem Ort spüre ich eine reiche und verborgene Geschichte. Abgesehen von meinem knurrenden Magen bin ich froh, das hier gesehen zu haben. Ja, dann sag nicht, du wirst ohnmächtig, sondern komm einfach mit. Hey, wenn dann dir jemand sagt, hast du Hunger, wollen wir was essen? Und du bist hungrig, dann sagst du doch nicht, ich werde ohnmächtig. Falsches Haus. Tut mir leid, ich weiß nicht, welches mein Haus ist. Da, wo im Zweifelsfall Mikio vorsteht. Noniko. Nandemo. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Ich bleib nur vor der Tür stehen und pass genau auf, was ihr zwei da drin treibt. Heike.
Doch wie sieht sie nicht so aus, als hätte sie viel gegessen? Und ihr nicht geschmeckt. Ich bin ein Miyako, der Donatoko. Was ich da kreiere, ist Highland-Okokno Miyako, Lady Lake. Lady Lake, der Seiken Deishon? Schütteirnoko? Tenikenbunlok, die hat da ja. Mizumi no Otome no Mamoru Seiken und Nuita Monoga, Doshi ni Narutte, den Shogarin der Ne. Da muss ich hin! Megumareta Seiken und Mutsumiyako, der Saketo Matsuri Gaskina. よきな人々で溢れていた。溢れていた?昔はそうだった。下界の人たちは大変なんだな。下界?山を降りてきたのかと。俺、ここから出たことないんだ。一人でずっとここに。それこそ。 大変な境遇だったのだ。ネバと楽しい、やっぱり不評。そうだ。明日からの帰り支度手伝うよ。何がいる？保存食とかカバンとか。そうだな。あと少々の道具類とネブクロがあれば。わかった。じゃあまずは狩りだね。明日案内するよ。ありがとう。感謝する。 おはよう、つれ。おはよう、みくりよ。みくりよ、早く。のんびりしてる暇はないぞ。わかってる。すぐ行くよ。じいじにいろいろ仰せつかってね。しばらくは暴殺されそうだ。ない。そっか。こっちのことは気にしないで。つれ、じいじの気持ちも。うん、わかってる。 In einer Welt ohne Handy sieht das tatsächlich ziemlich geistesgestört aus. Ohayo. Hisabisa ni gussuri to nemureta ki ga suru. Ja, sassoku ikou ka. Iriguchi no mon kara hidarite da yo. Soko ni uriboa ga iru. Ii kariba nan da. Ryōkai shita. Fuchs, du bist jetzt wieder zwei. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Auch sie kann noch keine X-Arts. Hey, dann sind wir gleich auf. Und die Kreis-Arts sind ja sowieso eigentlich fröhliches Rumprobieren. Ja. Mädels, ich spreche mal mit euch allen und dann sieht das garantiert nicht blöd für Dingens da aus. Ach, keine Sorge, bei dir wird es eher gut gehen, Sori. Schließlich warst du es, der sie hergebracht hat. Also es ist deine Aufgabe, dich um sie zu kümmern und sie Gassi zu führen. Mach ich doch gerade. Es tut mir wirklich leid, Sori. Ich würde gern helfen, aber sie kann uns nicht sehen. Wir würden sie nur erschrecken. Was, denn da liegt da plötzlich ein totes Tier irgendwo, wo vorher nichts lag? Das kommt auch vorher so angeschwebt. Kommt sie aus der Hauptstadt? In dem Fall musst du ihr all die Weisheiten weitergeben, die wir dir über die Natur weitergebracht haben, Natur beigebracht haben, Sode. Sie überlebt ja sonst nicht. Ja, sie kommt aus Lady Lake. Aber interessanterweise läuft sie um die herum. Sie geht wieder wahrscheinlich lang. Da ist irgendwas. Ich fühle mich beobachtet, ich sehe aber nichts. Sorry, ich bin gerade in irgendwas reingerannt, aber hier ist nichts. Dann, das sind die unsichtbaren Elysia-Bäume. Die wachsen hier. Die wachsen durch die Gegend. Sollten wir nicht die Stachelschweine suchen? Ja. Du hast sie gefunden. Oh. Die sieht sehr stachelig aus. Das ist ein elysisches Stachelschwein. Die sind unsichtbar, die Stacheln, genau wie die Bäume. 川も素材として色々使えるしね。少々気の毒だが。やめとく。いや、現実は心得てる。それに都では得られない経験だ。なるほど。今だ。行くよ。
Wo kommt ihr denn auf einmal her? Stachelschweinhaut mal 3 erhalten! Alishas Kampftalente. Sie hat sich noch gar nicht vorgestellt, Spiegel! Alisha führt einen Speer, der größer ist als sie selbst. Durch eine Kombination aus zielgerichteten Stechen und weitreichenden Schwingangriffen kann sie in vielen Situationen gute Ergebnisse erzielen. Nach Abschluss ihrer eigenen Angriffe ist sie durch Gegenstände leicht zu verwunden. Aber wenn sie sich durch schnelle Schritte oder Angriffe mit Bewegung entfernt, kann sie auf dem Schlachtfeld eine für sie vorteilhafte Position einnehmen. Yosh! Monantoka hitsuyo da na. Miotoro noi na. Stachelschweinjagd! Stachelschweinjagd ist leider nicht sehr erfolgreich. Ich mag die Musik. Die Musik ist gut. Und das sind sie, keine Stachelschweine. Die kann ich natürlich nicht nehmen, die haben mich ja schon mal 5-mal gerettet. Eben, sie haben Sorry getreten. Und gerettet. Und im Käse gegeben. Ja. Und Schwein. Ja, und Schwein. Eine Schweinetruhe. Noch ein kleines Lebens. Autsch! Weil ich wurde von einem Schwein gerettet. Sorry, andere! Sorry! Ah, ich habe ihn wirklich von uns, aber ich mag sie gerade nicht. Die unbekannte Dame namens Alisha. Genau. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Deshalb ist ihr Name Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Aber Alishas Kampftalent ist übrigens das hier. Noch 2 Stachelschweinbeute. Ich dachte, wir brauchen das Fleisch als Proviant und nicht unbedingt die Häute. Ja, da müssen wir den Schlafsack draus machen. Richtig. Ja. Zeus Fähigkeit, die zu finden, ist noch nicht so gut. Und es geht um schnelle Schritte. Yay, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Nee, das ist eine andere schnelle Schrittsache. Es geht mit zur Seite diesmal. Wenn du Schritte zur Seite machst, kannst du Angriffen von oben und Stechattacken ausweichen und zu sagen. Das hatten sie erwähnt, dass du auch sagst, wer es geht. Ja, aber sie erklären es jetzt nochmal im Detail. Das gleiche SK wiederherstellen. Dies nennt man resches Ausweichen. Beides senkt die Angriffsfrequenz des Feindes, sodass du Gegenschläge setzen kannst. Unbezahlbar bei Feinden, die auf Angriffe von oben setzen. Wenn du mit schnellen Schritten SK auffüllen willst, musst du im letzten Moment ausweichen. Also immer ans resche Auswischen denken. Das resche Auswischen. Sorry, wir wischen alles aus. Wir wischen alles aus, aber sorry, wir noch mehr Schweine. Ich habe aber noch mehr Ziegen gefunden. Ich wollte, die habe ich als erstes gesehen, ich wollte den runter, es geht nicht. Wahrscheinlich kommen die auch nicht mehr auf. Das sind die verlorenen Ziegen. Ja, ich weiß, dass es Ziegen sind, aber das sind Elysia-Ziegen. Hey, wo ist das letzte Schwein? Glaubst du, wir haben genug Haut für einen Schlafsack? Nein! Aber wir haben inzwischen, glaube ich, 9 Schweine getötet. Das reicht nicht! Aber was ist, wenn es doch reicht? Dann haben wir noch Ersatzteile. Hast du noch Ersatzteile für meinen Schlafsack? Klar! Was möchtest du haben? Kopf, Bauch? Zuck, ich
Yuhiko? Ah, diesmal hat's genutzt. Ja, diesmal geht es um Einstellungen der Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad einfach. In dieser Einstellung kannst du Kämpfe entspannt angehen. Die Werte von Feinden sind niedriger, Feinde greifen seltener an und einigen Aspekten des Kampfsystems werden auch vereinfacht. Du kannst diese Einstellung im Optionsmenü ändern. Diejenigen, die sich im Kampf schlecht zurechtfinden, sollten diese Einstellung versuchen, bevor sie normal wechseln. Ja, heute gehe ich um den einfachen Modus. Shut down with no sound to the cold ground below. And there's no one around, you won't be back.